So, willkommen zurück. Ich bin Jason Ferber und heute geht es tatsächlich um eines der wichtigsten Themen, die ich auf diesem Kanal anschneiden werde, und zwar die Rolle oder die Beziehung des Mannes zu seinem eigenen Vater. Die Rolle des Vaters im Leben eines jeden Mannes. Es gibt einen berühmten Psychoanalytiker, der sich in diesem Männerfeld spezialisiert hat. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, aber der hat diesen Satz geprägt: Es gibt zwei zentrale Sehnsüchte in einem Mann. Die erste Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Initiation, worauf ich auch nochmal kommen werde. Und die zweite Sehnsucht, die Hauptsehnsucht, ist die Sehnsucht des Mannes nach seinem eigenen Vater. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, so wie in Arbeit und Erfahrung mit anderen Menschen, vor allem mit Männern, dass das wahrscheinlich einer der zentralsten Wahrheiten ist, mit denen ich jemals in Kontakt gekommen ist, und dass man ganz viel von einem Mann herausleiten kann, wenn man sich die Beziehung zu seinem eigenen Vater anguckt oder wenn die Beziehung zum eigenen Vater geschildert wird. Um vielleicht mal ein bisschen geschichtlich zurückzugehen, um diese Entwicklung, diese Vaterverarmung in unserer Gesellschaft das ein bisschen zu erklären, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir die Statistiken und Fallzahlen angucken. Dass auch alles so ein bisschen mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg angefangen hat, mit der Industrialisierung. Der Erste und Zweite Weltkrieg hat extrem viele Männeropfer gefordert. Die Männer, die nach Hause gekommen sind, waren trotzdem schwer traumatisiert und haben natürlich ihre Traumafolgestörung an ihre eigenen Söhne weitergegeben. Mit dem Anfang der Industrialisierung ist dieses traditionelle, der Vater gibt seinem Sohn das Handwerk weiter, im direkten Kontakt natürlich auch aus der Rolle gefallen, weil die Väter dann in die Fabrik mussten, mit der Konsequenz, dass die Kinder bei ihren Müttern hauptsächlich erzogen worden sind. Und wir merken das heutzutage auch, dass wenn wir in die Kindergärten zum Beispiel gucken, die Schüler gucken, ist größtenteils weibliches Erziehungspersonal, sage ich jetzt einfach mal, vorhanden. Das heißt, die heutzutage, ich würde sagen, für einen Großteil der Menschenmänner ist es nämlich so, dass ihre primären Erziehungs, leider Gottes, ihre primären Erziehungspersonen Frauen sind. Und das hat natürlich einschneidende Konsequenzen, weil Wertevorstellung, allgemeine Einstellung sowie ein bisschen persönlichkeitspsychologisch Charakteristika natürlich sich dadurch manifestiert haben beim Mann, weil er sie dann von den Frauen abgeguckt hat. Und was gefehlt hat, ist das Abgucken beim männlichen Menschen. Im Idealfall vom eigenen Vater. So, warum sage ich, dass der Vater die wichtigste Person, oder warum sagen viele, dass der Vater die wichtigste Person im Leben eines Mannes ist? Ihr müsst euch vorstellen, dass der Vater, dass der Schlüssel oder das zentrale Tor darstellt des Mannes zu seiner eigenen Männlichkeit. Wenn der junge Sohn oder wenn der Sohn einen Einblick kriegt oder einen Geschmack von maskulin sein oder Männlichkeit, dann geschieht dies nur durch den eigenen Vater. Und es ist ganz entscheidend, wie diese Beziehung zwischen Sohn und Vater ist, weil wenn es natürlich keinen Vater gab und vielleicht nur Frauen an der Seite des Sohnes waren, dann ist natürlich klar, was passieren wird. Der Sohn hat nur eine Orientierungsfigur in der weiblichen Welt, dementsprechend wird auch seine Entwicklung weiblich voranschreiten. Vater hat nämlich die einschneidende Rolle, den Sohn von der heilen Welt der Mutter wegzunehmen, den Sohn vom Rockzipfel der Mutter wegzunehmen, den Sohn von der Alleinheit mit der Mutter zu trennen und zu lösen. Also der Vater ist da, um an einem bestimmten Entwicklungsschritt, und das war meistens immer der Anfang der Pubertät, den Sohn von der Mutter wegzunehmen und in die Welt der Männer zu initiieren. Wenn wir uns frühere Kulturen angucken, gab es nämlich, und jetzt kommt vielleicht ein bisschen was zur Initiation, Initiationstraditionen. Das bedeutet, dass wenn der kleine Junge und Sohn bestimmte Altersstufen erreicht hat und damit einherkommt, quasi ein Bereitsein für eine nächste Stufe im Leben des Mannes,
dies unterstützt wird, indem dann die ältesten Männer aus dem Rudel oder aus der Kultur gekommen sind und mit Hilfe bestimmter Praktiken diesen Sohn in diese nächste Phase seiner Alterung, seiner Reifung hinüber zu initiieren. So, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass der Sohn gewaltsam von der Wärme der Mutter entrissen wird, also dass die Männer kommen und das ist ja alles rituell. Der Sohn entführt wird quasi von Männern mit Masken und es ist nämlich ein einschneidendes Erlebnis und dann unter Männer gepackt wird, in Distanz zu jeglicher weiblichen Kontakt und in die Welt der Männer initiiert wird, in die Welt der Männer initiiert wird mit Hilfe von bestimmten körperlichen Aktivitäten, vielleicht einschneidenden Erfahrungen, die zum Beispiel dem Tod nahe kommen. Einschneidende Erfahrungen, Männerwissen weiterzuteilen und quasi in dieses Rudel integriert zu werden. Es gibt auch ganz bizarre Initiationsriten von verschiedenen Völkern, die quasi sehr schmerzhafte körperliche Erfahrung mit einbeziehen, wo man sich darunter auch denken kann, das mag ziemlich brutal sein, aber der Sinn und Zweck dessen ist gar nicht mal so bescheuert, sondern es ist so ein einschneidendes Erlebnis und so ein Schock, dass quasi diese Nestwärme der Mutter hinter den Jungen gelassen wird oder der Junge hinterlässt diese Nestwärme der Mutter, um quasi in die Welt des Erwachsenen sich rein zu initiieren. Und da gab es verschiedene Art und Weise, wie man das gemacht hat. Ich kann auch noch mal ein separates Video drauf eingehen, aber das Entscheidende ist, dass wir heutzutage sowas nicht mehr haben. Das Problem dabei ist, gerade auch bei abwesenden Vätern, dass der Sohn dann bei der Mutter bleibt in dieser Nestwärme und gar nicht mehr überhaupt einen Einblick dafür kriegt und bekommt, was eigentlich die maskuline Welt ist. Wie zum Beispiel, wenn der Vater den Sohn mitnimmt auf die eigene Arbeit und er nur umgeben von Männern ist und der Sohn zum ersten Mal merkt, oh wow, das ist gar nicht nur die weibliche Wärme und ewige Bestätigung, die ich von meiner Mutter kriege, sondern da gibt es auch eine andere schroffe Welt, wo vielleicht angefangen wird, über Hierarchien zu oder wo angefangen wird, Hierarchien wahrzunehmen. Bestimmte Art und Weisen, wie sich Männer verhalten, auf einmal aggressives Potenzial zu kriegen, was auch der Archetyp des Kriegers eine zentrale Säule des Maskulinen ist. Ohne Kriegerenergie, ohne den Zugang zur eigenen Aggression, der durch den Vater gelehrt wird oder sollte, oder durch Initiation oder durch Männergruppierungen. Wenn das nicht gelehrt wird, dann fehlt da was. Dann fehlt da dem Jungen was. Dem fehlt es später voranzuschreiten im Leben, Ziele anzupacken, sich selbst zu behaupten, Grenzen zu wahren, Kommunikation auf eine für sich und andere respektvolle Art und Weise zu bringen, Widersacher entgegenzubringen und allgemein was zu verteidigen. So, wenn der Vater nicht da ist und der Sohn bei seiner Mutter bleibt, kann es zu allen möglichen Formen führen, wie zum Beispiel der ewige verträumte Jugendliche, Neigung zu Depression, Neigung zum Drogenkonsum, Neigung, das Patriarchat abzulehnen, Neigung, gegen die ewige männlichen weißen Männern zu kämpfen und alles Mögliche, was antikonform geht oder was konform geht mit Maskulinität. So. Zum Problem wird es auch dadurch, wenn der kleine Junge noch zusätzlich seinen Vater ablehnt. Weil dann versucht der kleine Junge sich nicht mehr weiter zu verlieren in die Wärme der Drogen, der Depression oder was weiß ich was, sondern oder in die ewige Melancholie, sondern er hat auch dadurch, dass der Vater innerlich ein Bild von der Maskulinität und Männlichkeit abbildet, auch einen erschwerten Zugang zu diesen. Er wird jedenfalls, wenn er seinen eigenen Vater ablehnt, dadurch auch sein inneres Bild von Maskulinität ablehnt, Entwicklungsschritte nicht vollziehen können zum eigenen Mann sein. Deswegen es ungemein gefährlich ist, sich als Mann anzugucken, egal wie der Vater war.
Da ist nämlich diese äußerliche Vaterfigur gut, aber es gibt auch eine innerliche Vaterfigur, eine innerliche Vaterrepräsentanz. So, das Problem ist nur, dass wir die beiden nicht von unterscheiden können. Und wenn das eine verkackt ist quasi, beeinflusst es auch das andere. Man kann seinen Vater vergeben oder man kann auch voranschreiten im Mann sein, dadurch, dass man lernt, dieses innere Vaterbild vielleicht zu heilen. Am besten ist es natürlich zu verstehen, was mit dem eigenen Vater los war, wenn er seine Aufgabe nicht richtig erfüllt hat, wenn er emotional nicht da war, wenn er physisch nicht da war, und ihn zu vergeben, anfangen zu respektieren, anfangen zu verstehen, welche Botschaften er einen vielleicht auf den Weg geben wollte. Das Wichtigste für einen Mann ist es, diese Beziehung zu heilen, weil sonst wird der Energiefluss zur eigenen Maskulinität und Männlichkeit unterbrochen sein und er wird sich versuchen, seine Orientierung irgendwie anders zu suchen. Unbewusst wird aber trotzdem immer der Wunsch, die Sehnsucht da sein, einen Mann zu haben in seinem Leben, einen Mentor in seinem Leben zu haben. So, bevor ich weiter rede, möchte ich an dieser Stelle Bücher empfehlen. Und zwar würde ich euch zwei Bücher empfehlen, die mir persönlich extrem gut geholfen haben. Zum einen ist das Robert Bly's Eisenhans, ein Buch über Männer. Ein mythologisch angehauchtes Buch, wo es genau um diese Dinge geht, die ich gerade erwähnt habe. Es geht um Initiation eines Jungen zum Mann. Es geht um Mentoren, es geht um die väterliche Figur in der Psyche des jungen Mannes und es geht um den Einfluss der Mutter bei dem jungen Mann. Weil Mütter haben natürlich immer das Bedürfnis, ihre Söhne in Sicherheit zu behalten und manchmal, was Freud so ein bisschen meiner Meinung nach oder was Freud vielleicht richtig mit dem Ödipus-Komplex gut ausgerückt hat, aber vielleicht nicht in der richtigen Reihenfolge. Jedenfalls gibt's außerdem noch das Buch Männlichkeit leben von Björn Thorsten Leimbach. Das ist ein deutscher Männercoach, der hat auch tolle Seminare, bei denen ich empfehle, dass ihr euch die vielleicht mal anguckt, falls es euch interessiert. Jedenfalls geht es in diesen Büchern und vor allem in diesem Buch darum, Männlichkeit auf einer sehr facettenreichen Art und Weise zu erleben und ein neues Verständnis dafür zu gewinnen. Und hier geht es vor allem auch um die Rolle des Vaters und auch um die Rolle der Vaterrunde, die ich gerade vielleicht ein bisschen angehaucht habe. Wenn nämlich euer Vater euch versucht hat, was beizubringen, es aber letztendlich in eurem damaligen Alter euch nicht möglich war, das zu verstehen und darauf folgend euer Selbstwert gekränkt hat und ihr die Botschaft nicht versteht habt, abgelehnt habt und zurück zu Mama gegangen seid, dann ist es an eurer Stelle zu verstehen, was euer Vater euch damals damit vielleicht beibringen wollte oder weswegen er so schroff war oder weswegen er so war, wie er war zu euch. Deswegen meine Botschaft an euch, guckt euch euer Vaterthema an, versucht, hier kommen die praktischen Art und Weisen, eure Emotionen gegenüber euren Vater vielleicht in erster Linie bewusst zu machen, aufzuschreiben. Was ist da an Wut, was ihr euch vielleicht nicht zugesteht? Was ist da an Trauer, an Scham, an Schuld, an Angst, die ihr euch nicht zugesteht? Der erste Schritt wäre, Mut zu finden. Und hier kommt es nämlich auch zum Kriegerarchetypen. Mut zu finden, in die eigene Psyche hineinzuschauen, in die Drachen, die da lauern. Und Mut zu finden, euer Schwert in die Hand zu nehmen und gegen diese Sachen einen bewussten Krieg zu ziehen. Ihr müsst anfangen, diesen Schmerz zu fühlen, durch die Trauer hindurchzugehen, es zu akzeptieren und als Teil eurer Reise anzusehen, als Teil euer eigenes Selbst. Ihr müsst es gar nicht mal im ersten Schritt für euren Vater tun, um eine bessere Beziehung zu kriegen, sondern für euch selber. Ihr werdet merken, je mehr ihr verzeiht, je mehr ihr vergebt, desto mehr Verständnis kommt rein, trotz allem Hasses und was dazugehört. Und ihr werdet merken, dass durch die Verbindung zu eurem Vater, es hat übrigens viel damit zu tun, wie ihr durch eure Ahnenlinie verbunden seid, euch mehr eine Verbindung gelegt zur Männlichkeit.
Der zweite Schritt könnte zum Beispiel sein, zu schreiben, was ihr, wenn euer Vater noch lebt und ihr es ihm nicht traut zu erzählen oder wenn er schon gestorben ist, auf einen Brief zu schreiben, was ihr alles gerne loswerden wollt, wann er euch verletzt hat, wann ihr ihn gebraucht habt, wann er hätte da sein sollen und diese ganzen Dinge. Das wäre der zweite Schritt. Und wenn ihr mutig genug seid, nach einer gewissen Art und Weise, könnt ihr euch auch einen Psychotherapeuten suchen, einen männlichen, wenn er der Bedarf da ist. Und mit ihm gemeinsam, das war zum Beispiel bei mir der Fall, mit ihm gemeinsam eure Vaterbeziehung aufzubauen, aufzuarbeiten. Der nächste mutigste Schritt wäre, auf euer Vater zuzugehen und die offene Konfrontation, sehr maskulin, zu suchen, und mit ihm im Austausch zu gehen. Fühlen, 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 durcharbeiten, mutig sein, zu seinen Emotionen stehen, Kontakt zum Vater aufsuchen, ehrlich sein. Das ist, was ich euch in diesem Video mitgeben möchte. Je mehr in Kontakt mit eurer eigenen Männlichkeit kommen werdet, diese Dinge in Bezug auf euren Vater spüren und zuzulassen. Ich bedanke mich. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass doch gerne ein Gefällt mir da, ein Abonnement. Und falls du mit mir in Austausch kommen möchtest, gerne einen Kommentar in der Kommentar-Section. Außerdem kannst du meinen Podcast auschecken. Das ist die Männerschmiede auf Spotify. Da geht es viel um Lifestyle-Fragen rund um das Thema Mannsein. Und wir haben ziemlich viele Gastgespräche, die sehr interessant sind. Außerdem hast du die Chance, mit mir ein kostenloses Face-to-Face-Coaching zu kriegen für 45 Minuten. Ich bin Coach für Lifestyle-Fragen, studiere Psychologe, Bachelor-Psychologe und ich helfe jungen Männern, mehr in ihre soziale Freiheit zu kommen, mehr ihre Anziehung bei Frauen auszubauen, mehr in ihre maskuline Präsenz reinzugehen und allgemein mehr ein Draht, eine Beziehung zu ihr selbst aufzubauen. Falls das was für dich sein sollte, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich direkt erreichst durch einen Kommentar, durch YouTube. Eine Website wird bald stehen. Bis dann.